Dann möchte ich jetzt noch kurz die Maxwell-Gleichungen in Materie vorstellen. Wir hatten ja gesehen, dass wenn wir Materie in den Raum bringen, also die Elektrika, die polarisierbar sind in elektrischen Feldern oder magnetische Stoffe, wo die magnetischen Dipole entweder ausgerichtet werden oder sogar erst induziert werden durch äußere Magnetfelder, und dass wir dann die Eigenschaften dieser Materialien sozusagen als einen Vorfaktor in die Größen hineinziehen konnten. Das war das Epsilon bei der elektrischen Polarisation, was dann bei dem D Berücksichtigung findet. Und das war das μ, was bei der magnetischen Eigenschaften von Materie relevant war und was dann in dem B zusätzlich zu dem μ0 auftauchte. Wenn wir Vakuum haben, kann man immer sozusagen mit μ gleich 1 und Epsilon gleich 1 rechnen. Insofern kann man diese Schreibweise der Maxwell-Gleichungen auch fürs Vakuum verwenden. Aber wenn man hier Werte größer 1 hat oder hier, dann kann man die entsprechend an diesen Stellen berücksichtigen. Und das kann man sehr kurz in den Maxwell-Gleichungen dadurch berücksichtigen, dass man an bestimmten Stellen das D einsetzt und nicht die elektrische Feldstärke. Hier ändert sich nichts. Rotation E ist immer noch dB nach dt, negativ. Aber hier haben wir eine Rotation von H ist gleich J plus dd nach dt. Sie sehen, eben stand hier noch ein μ0 und hier stand das B. Das habe ich auf beiden Seiten das μ0 rausgekürzt. Wir hatten auch gesagt, das H ist die Größe, die zur Erzeugung gehört. Und deshalb taucht hier rechts das J auf. Das J erzeugt ja das Magnetfeld und in dem Sinne erzeugt es eigentlich ein H. Und hier bei dem Verschiebungsstrom, den können wir ganz einfach als dd nach dt schreiben. Da brauchen wir auch kein μ0, weil der dann das Rotation H erzeugt. Und das Epsilon, was hier stand, das steckt in dem D schon drin. Das D gehört auch wiederum zur Erzeugung des E-Feldes aus den Quellen, wenn man es so will. Dann kann man sagen, die Ladungsdichte Rho erzeugt direkt eine Divergenz von dem D. Und hier ist es auf jeden Fall die Divergenz von B, die gleich 0 ist. Die Divergenz von H, die kann sogar eine Quelle haben, wenn sich nämlich, das μ ändert. Wenn Sie zum Beispiel einen Stabmagnet haben, dann ändert sich das μ. Sie haben im Innern ein μ, was sehr groß ist, und im Außenraum ein μ, was gleich 1 ist. Das macht einen Sprung an der Stirnfläche des Magneten und deshalb hätten Sie dort eine Quelle für das H. Das H muss sich sprunghaft ändern, um die sprungartige Änderung von dem μ auszugleichen. Aber die B-Feldlinien, die laufen einfach kontinuierlich durch die Stirnfläche eines solchen Magneten hindurch. Also man muss aufpassen, hier tauchen alle Größen immer abwechselnd auf. E und B, H und D, D und B. Aber dann sind diese Eigenschaften wie Paramagnetismus, Diamagnetismus, Ferromagnetismus in dem μ berücksichtigt und die elektrische Polarisierbarkeit von Dielektrika ist in dem Epsilon enthalten. Und dadurch, dass hier dieses Epsilon und μ berücksichtigt ist, haben Sie dann auch die Änderung der Lichtgeschwindigkeit berücksichtigt, also die Brechung in Gläsern zum Beispiel, wo eben das Epsilon sich ändert, wenn also elektromagnetische Felder in das Dielektrikum eintreten, dann wird sich hier, weil hier entsprechend in dem D das Epsilon steht, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ändern. Also das steckt hier in dieser Schreibweise der Gleichung bereits drin, dass die Lichtgeschwindigkeit im Glas langsamer ist. Gut, also vielleicht noch diese Form der Maxwell-Gleichung ist die lokale Formulierung, also hier über die Ableitungen, das sind ja alles Ableitungen bezüglich von Raumkoordinaten, hier komplizierter bei Rotation und Divergenz und hier bezüglich der Zeitkoordinate, bezieht sich immer auf einen Raumpunkt und seine Umgebung. Sie können also mit diesem Satz beschreiben, wie sich die elektromagnetischen Felder in einem Punkt
bezüglich der in der Umgebung dieses Raumpunktes vorhandenen elektromagnetischen Felder ändern wird als Funktion von der Zeit und auch die räumlichen Änderungen dieser Feldstärken in einem Punkt anschauen. Man kann die dann auch in der integralen Form schreiben und dann geht es immer um ganze Gebiete, entweder ganze Volumina oder um Flächen mit Randkurven und so weiter, über die man dann Aussagen machen kann. Diese außerordentlich große Komplexität elektromagnetischer Phänomene, die wir in der Natur beobachten, das gesamte Licht, was wir sehen, unsere ganze Kommunikation funktioniert über elektromagnetische Signale, Handynetz ist elektromagnetisch, optische Glasfaserkabel sind elektromagnetische Datenübertragungen, die gesamte Wechselwirkung dann dieser komplexen Lichtfelder mit Materie stellt einen unglaublich großen, komplexen Teil unserer Welt dar. Der kann eben mit diesen Maxwell-Gleichungen beschrieben werden. Noch nicht ausschließlich, wir haben noch zusätzlich eine Kopplung an die Bewegung freier Ladungen. Wir haben gesehen, dass sowohl das Rho wie das J Felder erzeugt, aber umgekehrt, und das steckt in den Maxwell-Gleichungen nicht drin, wirken diese Felder auch auf die elektromagnetischen Ladungen wiederum. Und das hatten wir hier in diesem Zusammenhang mit der elektrischen Kraft durch das E-Feld. Q mal E war die Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld und zusätzlich mit der Lorentzkraft, wenn die Ladungen sich bewegten, hatten wir ein V-Kreuz B, was auf das Q wirkt, was die Lorentzkraft verursacht hat, und diese elektrische Kraft und die Lorentzkraft gemeinsam machen dann eine Rückwirkung auf diese Ladungen. Wenn Sie also einen Schwarm von Ladungen hätten, der zeitlich sich bewegt, erzeugt er zeitabhängige E- und B-Felder und die können Sie dann mit den Maxwell-Gleichungen beschreiben, wenn Sie wissen, wo die Ladungen sind und wie schnell die sich bewegen, aber diese Felder würden wieder zurück auf diese Ladungen wirken und dann müssten Sie jede Ladung noch zusätzlich mit dieser Kraft und den newtonschen Axiomen wieder verfolgen. Deshalb kommen die dann ins Spiel, weil die über die Trägheit der Massen dieser geladenen Teilchen dann zu Beschleunigungen führen und die Bewegung ändern. Und nach einer Beschleunigung ist das V dann wieder anders oder das bewegte Teilchen befindet sich an einem anderen Ort, wo das Feld wieder anders ist, was sich wieder auch über die Maxwell-Gleichungen selbst noch verändert haben kann, zeitabhängig, können Sie dann auch komplexe Systeme aus Teilchen, geladenen Teilchen und Feldern zeitabhängig beschreiben. Und das ist im Grunde dann dieser umfassende Satz von Gleichungen, den man verwendet in der klassischen Elektrodynamik und damit Systeme vollständig lösen kann. Beispiel wäre ein Plasma, wo man solche Ladungen und Felder gleichzeitig vorliegend hat. Das geht oft natürlich nicht mehr analytisch, da muss man mit großem numerischen Aufwand solche Probleme lösen, aber das ist auf heutigen schnellen Computern dann auch möglich und dann kann man zum Beispiel auch solche Plasma-Einschlüsse in komplexe Magnetfeldspulen, wie sie zum Beispiel gerechnet werden, um Kernfusionsexperimente zu machen, kann man dann mit so einem Satz von Gleichungen ausrechnen.